Hallo David, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Erzähl mal, was hast du jetzt bisher rausgebracht? Welche Mangas? Oh Gott, alle möglichen. Wir sind hier gerade am Stand von Delphinium Prince. Es ist mein kleiner Independent-Verlag, den ich zusammen mit ein paar Kumpels gegründet habe. Wir sind hier auf der Konichi. Wir verkaufen hier eine Mischung aus Manga, die wir im komplett Eigenverlag produziert haben, teilweise von Freunden gezeichnet, teilweise von mir gezeichnet. Wir kümmern uns um das ganze Programm. Wir drucken die, wir verkaufen die und so weiter und so fort. Wir versorgen Händler damit. Ich kann hier mal ein paar Sachen zeigen. Gerne. Zum Beispiel Hefte. Unsere bekannteste Figur ist Entoman. Du kannst auch gerne hier vor der Kamera zeigen. Entoman. Entoman ist eine anarchische, böse Ente. Damit fing damals im Prinzip alles an vor ein paar Jahren, vor etwa 10 Jahren. Und seitdem sind hier viele große Serien entstanden, aber unser Schwerpunkt liegt auf schon ein bisschen heftigeren Stoffen. Und unser Ding war damals, dass wir Manga rausgebracht hatten, die bei den großen Verlagen vielleicht nicht ganz so gut ankommen, weil die ein bisschen zu brutal sind, zu viele popkulturelle Referenzen. Aber ironischerweise, ein paar von den Sachen sind dann später nochmal, Moment, bei dem Verlag Tokyo Pop rausgekommen. Da habe ich hier zum Beispiel 78 Tage auf der Straße des Hasses, sozusagen mein Magnum Opus, eine geschmacklose Manga-Satire. Ist das jetzt ein Einzelband oder? Na, das sind jetzt erstmal hier 3 Bände. Das fing halt vor gut 10 Jahren an. Da habe ich das wirklich als Hefte produziert, ganz altmodisch beim Copyshop um die Ecke, bei mir auf dem Campus gedruckt. Alles von Hand getackert und wir sind damals auf die erste Messe gefahren und hatten überhaupt keine Ahnung, wie das alles läuft, Verlagswesen und so weiter. Haben uns so einen Tisch gemietet, ohne irgendwie schöne Tischdecke und so weiter, einfach nur die Hefte auf den Tisch gelegt, geguckt, was passiert und haben halt mitbekommen, es gibt da einen Markt dafür, es gibt viele Leute, die suchen halt genau sowas, also Sachen, ich sage jetzt mal ab 18 Stoffe, die vielleicht schon irgendwo ein bisschen smart sind, ganz versteckt, aber in erster Linie, ich sage jetzt mal, kranke Scheiße nennen es die meisten. Ne? Und in den letzten Jahren ist aber der Markt dafür ein bisschen mehr geöffnet worden. Und dann kam halt der Verlag Tokyo Pop, hat gesagt, hey, komm, machen wir jetzt doch noch. Die Kinder jetzt, die lesen eh alles. Da brauchen wir nicht mehr aufpassen, egal wie brutal das ist. Die kriegen das jetzt einfach alles serviert. Und da wurden dann die Hefte zu diesen Taschenbüchern nochmal gebündelt. Und in jedem dieser Bücher sind dann mehrere Kapitel von den ursprünglichen Heften drin. Ich habe vieles auch nochmal überarbeitet. Und der Verlag Tokyo Pop ist halt dann so mein zweiter großer Verlag neben Delphinium Prince hier. Moment, da habe ich auch solche Werke wie Serious Sausage Slaughter, wo wieder unser Entoman dabei ist. Also man sieht schon, wir haben unsere Maskottchenfigur von Delphinium Prince dann halt auch an Tokyo Pop ausgeliehen. Sag mal, was kann der Entoman so machen? Was für Fähigkeiten hat der? Entoman ist so eine, ich sag jetzt mal, so eine Joker-Figur. Also die kann ich überall einsetzen. Es ist eigentlich die Idee, dass Entoman immer in einer völlig anderen Geschichte drin steckt und immer halt auch ein Hauptcharakter oder ein Nebencharakter ist. Aber das Genre der Geschichten wechselt. Das ist manchmal eine Horrorgeschichte. Ich könnte jetzt was zeigen, aber ich glaube, das ist für YouTube jetzt nicht ganz so passend. Wir haben auch Pornos mit Entoman. Es gibt reine Comedy-Geschichten. Manche sind auch für Kinder geeignet. Es gibt ganz klassische Shonen-Action. Und die Idee mit Entoman ist, dass er im Prinzip super stark ist und Menschen hasst. Und am Anfang wirkt die Figur total platt, wenn du das erste Mal was von Entoman liest. Also die meisten Leute haben halt dieses Entomans Eiscreme-Party der tödlichen Sünden als erstes gelesen. Dann denkst du erstmal, ist eine coole Figur, bisschen flach. Aber je mehr du von ihm liest, desto mehr erschließt sich dir auch sein Charakter und ist halt doch ein bisschen komplizierter. Und ich glaube, das ist auch die Idee generell bei unserem Verlag. Wir machen halt viele Comics, die von oben betrachtet erstmal wie relativ flacher, aber geiler, anarchischer Blödel-Manga aussehen.
aber man kann sich da immer mehr reinsteigern. Das ist wie ein riesiges, großes Comic-Universum, wo jeder Manga, den wir rausbringen, verbunden ist mit den anderen Mangas, ein bisschen wie Marvel oder DC das machen. Und unsere Fans, die wissen das halt sehr zu schätzen und die lesen sich dann halt in diese riesige Bandbreite an Veröffentlichungen rein, die teilweise auch von mehreren Zeichnern über Wasser gehalten wird. Und wir haben halt jetzt über die Jahre ein riesiges Universum aufgebaut. Und aktuell baue ich mein nächstes großes Comic-Universum auf, was ein bisschen mainstreamiger ist. Dafür bin ich auch heute da. Das ist mein neuester Manga, Demon Mind Game. Es ist doch ein bisschen klassischere Shonen-Kost. Also für alle, die sowas wie One Piece, Naruto, Dragon Ball und so weiter mögen, Fairy Tale, was auch immer gerade angesagt ist. Also dieser ganze extreme Humor wird hier zurückgeschraubt, ist halt mehr storyorientiert, charakterorientiert und ja, ist jetzt ganz frisch rausgekommen zum Kennenlernpreis von 5 Euro mit einem Lesezeichen. Das wäre ja wohl gelacht, wenn man sich den nicht holt. Und erzähl mal, wie viele Bänder wird es jetzt haben? Naja, offiziell 3 Bände, aber das ist halt immer so eine Sache bei Manga. Die Manga-Serien sind alle potenziell unendlich lang. Also siehe in Japan sowas wie One Piece, was wahrscheinlich noch laufen wird, wenn wir alle schon im Grabe liegen. Ne? Weil es halt einfach so erfolgreich läuft. Jetzt hat erstmal der Verlag gesagt, also Tokyo Pop, 3 Bände, probieren wir mal aus. Für mich ist es aber so, wenn die Geschichte gut ankommt, wenn sich da genügend Leser finden, wäre ich bereit, das auf mindestens 5 Bände zu strecken, um halt bestenfalls die Geschichte zu erzählen, die ich von Anfang an im Kopf hatte. Aber ich muss halt jetzt erstmal schauen. Also der zweite Band ist in Arbeit, der erste, wie gesagt, gerade jetzt rausgekommen. An dem zweiten werde ich jetzt noch eine ganze Weile sitzen. Es dauert halt extrem lang, so einen Manga zu zeichnen. Band 3 wird hoffentlich noch im Jahre 2018 erscheinen, ich weiß es nicht. Und dann muss ich halt schauen. Also dann wird man sich mit dem Verlag nochmal zusammensetzen. Es ist halt viel, also für alle Leute, die vielleicht selber mal Manga zeichnen werden wollen, da ist immer viel Politik im Hintergrund. Also du gehst nicht einfach zum Verlag, sagst, ich habe hier diese total geile Idee und gib mir unendlich viele Bände, solange wie es halt gut läuft. Sondern man muss halt viel abwägen. Man muss halt gucken, was ist so die Zielgruppe, was läuft überhaupt gerade, was können wir erwarten, was für Verkaufszahlen sind überhaupt realistisch. Und dann geht man da erstmal langsam ran und testet erstmal mit ein paar Büchern aus. Und wenn das gut läuft, kann man dann halt immer noch mal drüber reden. Aber der deutsche Markt ist noch zu klein. Erzähl doch mal, wie alt warst du da, wo du Zeit noch hast? Also gezeichnet habe ich echt schon immer. Also meine Mutti erzählt immer davon, wie ich früher mit einem Kuli Spaghettis an die Tapete gemalt habe. Da war ich echt 0 Jahre alt. Und dann gab es echt eigentlich nie eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht gezeichnet habe. Also ich habe eigentlich immer irgendwas nebenbei gekritzelt, im Unterricht vor allem. Ich habe immer was gemacht. Und alle Leute haben damals schon mal gesagt, hey, du wirst mal zeichnen. Und ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ich will was Ordentliches machen. Ich will Maurer oder Bäcker oder ein Backoff-Fahrer werden. Und irgendwann kam ich dann aber mal auf die Idee, dass es vielleicht doch nicht die dümmste Idee ist, das zu meinem Beruf zu machen. Da war ich dann aber vielleicht schon so 16 Jahre alt, was tatsächlich relativ alt ist für Leute, die in die Manga-Szene reinkommen. Tatsächlich in Japan zum Beispiel viele da schon anfangen, professionell zu arbeiten. Und so mit 16 habe ich es dann richtig ernst genommen. Da habe ich dann auch wirklich mein Stil richtig verfeinert, was bis heute. Ja, also ich sag mal, man ist nie fertig. Man lernt immer dazu. Also ich würde auch jetzt noch sagen, ich bin vielleicht jetzt echt ganz gut. Aber es gibt immer irgendwelche Baustellen. Du bist eigentlich ein Leben lang am Zeichnen lernen, wenn du das halt als Beruf machst. Und wo ich mit 16 angefangen habe, die Sachen kann ich mir heute natürlich überhaupt nicht mehr angucken. Das sieht halt echt nach totaler Krütze aus, wie halt das, was ein 16-Jähriger zeichnet. Aber für die Entwicklung, um halt zu sehen, Schritt für Schritt, wie man sich da immer mehr verbessert hat, ist das schon ganz wichtig, dass man das zu schätzen weiß. Viele Leute, die gucken sich ihre Sachen an und sagen, ah, das ist so scheiße. Aber man muss auch echt mal sehen, das ist halt immer ein erster Schritt. Das geht immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Ja, und irgendwann sitzt du bestenfalls mit so einem Verlag und feierst dein 10-jähriges Verlagsjubiläum.
hast dein, ich weiß nicht, 20. Taschenbuch rausgebracht und hinterfragst dann vielleicht nicht mehr, wie schlecht die Zeichnungen früher mal ausgesehen haben. Ja, aber ich würde sagen, heute geht das relativ schnell. Also wer es heute drauf anlegt mit YouTube-Tutorials und so weiter, kann wahrscheinlich innerhalb von 1-2 Jahren richtig gut schon zeichnen. Erzähl mal, wie lange brauchst du für ein Band? Ich sag mal, das eine Extrem ist sowas wie Serious Sausage Slaughter. Da habe ich vielleicht ein halbes Jahr dran gesessen, das sind 200 Seiten, und habe aber nebenbei noch diverse andere Projekte gehabt. Demon Mind Game, genauso 200 Seiten, habe ich aber ein Jahr dran gesessen, vielleicht sogar ein bisschen länger. Habe nebenbei auch andere Projekte gehabt, aber das ist halt einfach popeliger. Also das hat mehr Details, das hat ausgefeiltere Hintergründe, du steckst viel mehr Zeit in die ganze Planung der Story und so weiter. Das frisst schon viel Zeit. Also man muss halt auch immer bedenken, die Japaner, die halt ohne Ende Bücher raushauen, wo dann teilweise 4 Taschenbücher im Jahr rauskommen. Das ist für deutsche Verhältnisse aktuell noch unrealistisch, weil es, selbst wenn man es als Beruf macht, einfach auch nicht genug abwirft. Man muss immer noch 2 Jobs nebenbei machen und das ist halt bei mir auch das, was so viel Zeit frisst. Wenn ich immer die Zeit hätte, jeden Tag nur Manga zu zeichnen, dann würde ich vielleicht pro Jahr auch so 4 Bücher schaffen. Ist aber leider unrealistisch. Okay, wenn du damit fertig bist, würdest du noch eine Reihe zeichnen? Ja. Wir haben hier gerade ein bisschen Hintergrundgeräusche bekommen. Ja, also ich mache immer generell mehrere Serien gleichzeitig. Also ich habe aktuell so etwa, ich habe mal neulich gezählt, ich glaube 7 oder 8 Serien, die ich gerade parallel mache. Also zum Beispiel 78 Tage auf der Straße, das heißt, es sind ja 3 Bände rausgekommen bei Tokyo Pop. Aber auch da wird es immer mal wieder noch neue Bände geben von dem Projekt. Wenn das mal abgeschlossen ist, dann werde ich halt auch genügend angefangene Projekte haben, wo ich da dann wieder weiterzeichnen kann. Vielleicht gibt es da ein Anschlussprojekt mit Tokyo Pop. Irgendwas ist immer zu tun. Also ich habe auch noch ein paar Serien für andere Zielgruppen, die jetzt nicht so in die Manga-Richtung gehen. Ich habe zum Beispiel noch eine wöchentlich erscheinende Reihe für Kinder, das heißt der Schlaufuchs. Und da ist die Zielgruppe, ich sag mal so 6 bis 10 Jahre alt. Also Bandbreite ist recht groß. Ja, wie gesagt, du musst da doch mehrere Projekte gleichzeitig machen, damit du dich über Wasser halten kannst. Jetzt was Privates. Wie viel Geld verdienst du als Mangaka? Also ich sag mal, bei mir reicht es jetzt mittlerweile, um davon zu leben. Es ist jetzt vielleicht eine Ansichtssache, ob man es gut leben nennen möchte. Aber es ist gar nicht viele Jahre her, da habe ich schon ein paar Jahre professionell gearbeitet, da hatte ich halt echt richtig zu tun, dass ich Miete, Krankenkasse und so das Wesentliche an Essen mir leisten kann. Deswegen, wie gesagt, auch meistens noch 2 Jobs. Und jetzt ist es aber bei mir zum Glück so, dass ich als freiberuflicher Illustrator, / Comiczeichner ausreichend verdiene, damit ich mir da erstmal keine Gedanken machen muss. Aber man muss immer bedenken, das sind viele andere Auftraggeber. Das sind nicht nur die Manga-Verlage, die halt sagen, hey, mach uns mal ein Buch, sondern du arbeitest teilweise auch für irgendwelche Bäckereien oder für Automobilhersteller, für die Werbung arbeitest du halt immer viel für Tageszeitung. Ich habe halt wirklich komplett durch alle Branchen hindurch Auftraggeber. Und diese Sachen musst du immer erstmal als Pflicht jede Woche abhandeln, bevor du dich wieder an deine Comic-Projekte setzen kannst. Ja, ich glaube, das wär's dann auch. Freut mich. Ja, habe ich auch gefreut. Wenn es euch interessiert, ihr findet mich auch auf Facebook. Du wirst das jetzt hier rein verlinken. Oder in der Videobeschreibung. Videobeschreibung, ja, machen wir das so. Da könnt ihr euch mein Zeug angucken. Ich mache viel Work in Progress. Ich lasse meine Leser viel dran teilhaben, wie meine Werke entstehen. Es gibt auch immer mal irgendwelche Aufrufe. Zum Beispiel bei Demon Mind Game wird es immer mal die Möglichkeit geben, dass die Leser selbst einen Dämon oder irgendeine Figur entwerfen, die ich dann in die Geschichte mit einbaue. Also wer vielleicht nicht so ein guter Zeichner ist, aber schon mal seine Figur in einem echten, professionell veröffentlichten Manga sehen wollte, der hat da die Möglichkeit. Ansonsten, ja, lest mal rein in den ganzen Kram. Würde mich freuen. Möchtest du jemanden grüßen? Hugi, du schuldest mir noch Geld.
Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Immer wieder gern. Und dann? Ja, bis später. Ciao.